Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2 und wir haben hier einen Bossfight gegen Captain Ababa. Ja, den habe ich, oh Gott, im letzten Part nicht geschafft und ich bin vollkommen raus. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss mich erstmal wieder warm spielen. Aua, hallo, du. Captain Iglo. Oh. Ja, ja. Das tut weh. Oh. Nein! Fuck! Ich glaube, ich muss warten, bis er rennt und ja, sich irgendwo an der Wand festfährt. Das war gar nichts. Erstmal nochmal willkommen zurück. Hallo, ich will runter. Ah, grausam. So. Bam. Autsch. Genau das. Nein. Wollt nicht. Oh! Ich laufe ihn in die Arme. Ah, irgendwie ist das noch schlimmer. So. Ja, ich werde diesen Kampf gleich wiederholen. Und dann will ich mal mit meinen Tränken arbeiten. Ja. Mir ist nämlich jetzt endlich mal in den Sinn gekommen. Wir haben noch Tränke. Ja. Schlimm genug, dass ich es einmal verpasst habe, dass wir Tränke haben. Aber diesmal bin ich Gott sei Dank noch drauf gekommen. Weißt du, ich wollte halt meine Ehre ohne. Also meine Ehre zuliebe ohne Tränke machen. Hallo! Jetzt nehmen und nutze ich noch keinen Trank. Und das ist erst, wenn er nur die Hälfte hat. Okay. Nein! Nein! Hä? Hab ich keinen Grün? Da. Ja. Oh, komm jetzt her! Oh. Okay, hab's kapiert. Jo. Ist zwar nicht die geilste Art und ich jetzt kenne ohne Tränke gemacht, aber hey. Ach komm. Oh, endlich. Kamel, ey. Gefunden das Fragment des Feuers. Eins der fünf Fragmente des Magischlüssels. Der Vulkan bricht aus. Schnell, Super Mario. Wir müssen fliehen, jetzt. Oh Gott, hallo. Okay, ja, sorry, ich wollte das jetzt einfach hinkriegen. Deswegen habe ich jetzt mal Tränke genutzt. Super, und jetzt müssen wir hier noch Zeit hier wegrennen. Oh, mach hin. Oh, ich hasse Timer. Ach, mit Gegner. Oh, seriously, muss ich kämpfen? Ja, muss ich. Scheiße. Auf Zeit, weißt du? Auf Zeit fliehen ist er schon grausam für sich. Und dann auch noch auf Zeit fliehen und Gegner besiegen. Ja, es kommt aus der Ecke. Ich hab doch keine Zeit, mach hin. Ja, darf ich jetzt runter? Ist ja nicht so, dass ich hier Zeitmangel habe. Komm, komm. Oh, mach auf. Mach Kiss auf. Schneller, schneller, schneller.
Oh, die wollte ich mitnehmen. Ach klar. So, komm. Ich hab Zeitdruck. Die nächsten bitte. Ah, sehr gut. Level up. Achso, hier durch. Okay. Schneller, schneller, schneller. Ah, ist das aber echt geil gemacht, muss ich ja sagen. Oh Gott, nicht hier schon wieder. Ui. Komm her. Au. Jetzt komm her. Ah, oh, geht doch. Nein, noch mehr Gegner? Dieser Schlag, meine Kisten! Oh, oh, die Zeit wird knapp. Oh, schneller! Los! Oh mein Gott, ey! Gib Gas! Ja, mach hinne! Schön, dass ihr da wartet! Schnell, Bürger! Was ist passiert? Wir müssen das Meer erreichen, bevor der Vulkan noch alles zerstört! Mal den? Da sieht man! Da sieht man wieder, was passiert, wenn man Männern die Verantwortung gibt! Hey, hey, hey! Ich hab den Schlüssel geholt, ja? Und ich dachte, man würde mich ob meine Erfolge in der Schlacht mit Lobo überhäufen. Ja, dachte ich auch. Die Insel ist komplett zerstört. Fast. Tut mir diese armen Piraten schon leid. Ein Glück, dass wir das Fragment des Magischlüssels rechtzeitig beschaffen konnten. Ja, Leute, wir haben die Piratenboote auseinandergenommen. So, jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Ich habe nämlich beim Nachspielen herausgefunden, dass wir sowohl hier bei der verfluchten Insel die Zeit mehrmals wechseln können und alle Zeitepochen durchgehen könnten, als auch an einem anderen Punkt. Und meine Idee ist jetzt einfach, alle Zeitepochen von hier oben mal zu wechseln, überall durchreisen, dann zum anderen Punkt zu gehen, dort alle Zeitepochen durchreisen und dann, ja. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt das Fragment des Feuers! Wer weiß, was aus diesen Piraten wird. Vielleicht finden sie einen neuen Ort zum Leben. Ich hätte gern einen Ort, den ich zu Hause nennen kann. Falls ihr weitere Informationen zu dem Fragment des Magischlüssels braucht, kommt gut zu mir. Naja, mal schauen. So, ja, schon detaillierter. Gut, gucken wir mal, was wir sonst hier so finden. Vor allem mal schauen, was die Insel macht, ne? Ob sich da jetzt was verändert hat.
Aha. Okay, schade. Da kann man nichts mehr machen. Hä? Ich will da hin? Kann man doch anlegen. Da will ich hin. Echt jetzt? Warum komme ich da nicht hin? Da kann man doch das und Steg zum Anlegen. Oh, grausam. Dann halt nicht. Hör auf mich zu ködern. So, dann gehe ich halt hier hin. Oh. Huch. Okay. Ich hätte gar nicht durchgehen müssen. Oh, okay. Ja, ja, wusste ich halt jetzt nicht. So. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Lutzen Schmied? Nein, wir haben eh nur eins. Was war hier nochmal? Die Pyramide des Propheten. War ja nichts. Ah, wir können uns ja mal einen neuen Trank holen. Oder Tränke. Genau. Haben wir Mana? Nee, nee. Okay. So, erstmal neue Tränke brauen. Langsam lerne ich sie echt schätzen. Hallo. Ich skipp das einfach mal. Wir kennen das ja schon. Erstmal die grüne. So. Jetzt hätte ich gerne noch einen roten Trank. Okay, tschüss. Bis nächstes Mal. So, genau, es gab da noch, was ich im Nachspielen gemerkt habe, was ich euch noch zeigen wollte. Dazu müssen wir noch mal kurz die Zeiten wechseln. Ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat. Ja, gut zur Hälfte. Also ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich wollte es euch auf jeden Fall präsentieren. So, ich weiß jetzt nicht, ob das diese Zeitebene war. Nee, ich glaube nicht. Es müsste die gewesen sein. So. Hätte ich eben auch noch machen können, aber egal. Fiel mir halt jetzt erst ein. So. Oder war es doch nicht hier? Moment mal. Sturmteil, glaubst du, es war doch hier? Ja, genau. So, dann landen wir in so einer Art Super Mario, ja, Stage. Pasu. Wir Hüter wurden von den Magi entdeckt. Sie glaubten, sie hätten uns geschaffen. Doch sie haben uns wirklich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet. Wie ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich fragte? Tja, und das ist das, was ich nicht weiß. Ja, ich weiß nicht, was ich ihr geben soll. Keine Ahnung. Ich könnte es mal mit
dem Fragment des Feuers probieren? Das ist das nicht. Vermute ja, dass ich ihr das Fragment des Windes geben muss, weil sie faselt ja hier was von Wind. Aber... Nee, das auch nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier geben soll. Ah, da sieht man auch schön das Fragment da. Wie gesagt, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und ja, sobald ich mal das nächste Fragment habe, werde ich hier nochmal vorbeikommen. Ja, wollte ich euch präsentieren. Habe ich durch Zufall entdeckt, als ich nachgespielt habe. Was es mit dem der Herr da auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Wir sind immer noch hier. Glaubt ihr, ich habe Zeit zu verschwenden? Ich bin hier, weil ich Ruhe und Frieden suchte. Jetzt raus. Ich habe wichtige Dinge, Forschungsarbeiten zu erledigen. Ja, der gute Sid. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Vielleicht braucht man irgendein Tausch-Item, was man noch nicht hat. Vielleicht einen anderen Magischlüssel. Wer weiß. So, jetzt können wir aber mal. So, ins Wasser stechen. Wir sind hier nicht durch. Natürlich nicht, da muss ich hier schon wechseln. Weil ich will jetzt nämlich links oben haben wir auch nochmal ein Gebiet, wo wir die Zeitebenen durchgehen können. Und dort will ich auch nochmal rumsuchen. Da war ich nämlich noch nie. Ich hoffe, diese Zeitepoche reicht aus, dass ich da hinkomme. Ich befürchte nicht. Verdammt. Oder? Nein. Ich glaube, ich muss doch mal rumreisen. Verdammt! Ah, sorry, Leute. Halt noch eine Runde. Seht es positiv. Wir haben schon mal einen Schlüssel. Ja. Immer positiv denken. Wenn es jetzt nicht geht, ne? Ja gut, die kennen wir ja schon alle. Das war ja Team der Pirat Roberts. Ah, so, das Ding wollte ich haben. Das kann man hier schön... Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich zu den anderen Orten mit den Stegen komme. Vielleicht klärt sich das irgendwann, wenn ich nämlich auf dieser Seite die Ebenen wechsle. Dann müssten wir ja eigentlich woanders hinfahren können, oder nicht? Mal schauen. Frieden der Magie. Gucken wir doch mal, was wir in dieser Epoche auf dieser. Ja, auf diesem Kontinent so finden. Ja, genau das hatte ich gehofft. Aber erstmal gucken wir es natürlich auf diesem Kontinent um, bevor wir mit dem Schiff rumfahren. Ah, da haben wir links schon mal was. Lass mal da durchfinden hier.
Königin von Dämonia. Hey. Cool. Dämonia. Vollständig zerstört. Es ist unerträglich. Ich will das nicht sehen. Ich werde mit ihm sprechen. Wir sollten sie wahrscheinlich in Ruhe lassen. Naja, ja, mach mal. Ich wollte sowieso das Gebiet hier genauer erkunden. Gibt es denn keine Hoffnung auf eine bessere Welt? Sind alle Freuden des Lebens auf immer dahin? Wenn der letzte Sonnenuntergang heranbricht, werde ich euer Gedenken, oh Dämonia. Vor dem Krieg war Dämonia eine wunderschöne Stadt, ein guter Ort zum Leben. Seht euch bloß an, was davon noch übrig ist. An all dem seid ihr Menschen schuld. Doch welchen Sinn macht es, gegen euch zu kämpfen? Ihr habt gesiegt, es ist vorbei. Und ich werde aber ein Kartenspiel gegen dich machen. Oh, 25 hat er? Okay. Ach, endlich mal wieder ein Kartenspiel hier. So, mit was beginne ich denn? Ich brauche Damage. Ah, das war Dreck. War ein scheiß Anfang. Was ist das denn für einer? So, hier. Sir Roberts. Ja, Sir, vor allem. So. 6 Damage. Den 7er kann ich leider gerade nicht nutzen. So. Ah, knapp. Okay. Du kommst raus, du kommst dahin, du kommst da. Ja, sieht ausgeglichen aus gerade. Ah, verdammt. Leute, den Kampf mache ich jetzt offscreen. Und da bin ich wieder und ich habe schön gewonnen gegen ihn und ich bekomme... Plan! Ja, die kennen wir ja auch schon aus den Dämonenreihen. Dämonen leben länger als Menschen. Aber mittlerweile gibt es nicht mehr genug von uns. In ein paar Jahrhunderten werden Dämonen ausgestorben sein. Das war es doch, was ihr Menschen wolltet, oder? Nee, eigentlich nicht. Ach, ist das traurig hier alles. Viel scheint hier es nicht so geben. Ah, den mag ich ausgewinnen. Ah, Menschen. Seid ihr da, um die letzten freien Dämonen zu begaffen? Oder würdet ihr uns gern einfangen, damit wir in eurem Bergwerk Sklavenarbeit leisten? Nee, beides will ich nicht. So, ich bekämpfe ihn gleich aus, Queen. Aber wir wollen nur ein bisschen Story. Verlassen wir diesen Ort. Minus. Geh ich mit dir wieder rein. So, offscreen mache ich den noch. Bis gleich. Und da bin ich zurück. Gewonnen habe ich auch hier wieder. Und ich bekomme... Sherry Lady. Genau, die letzte der drei Dämonen. Jetzt haben wir Reno, Sherry und Plum. Ach ja, schön. Ja, wie gesagt, ich habe die Kartendinger jetzt offscreen gemacht. Einfach, damit wir halt hier noch was erleben können. Und gut. So. Ich werde, statt die Zeit zu wechseln, erst ein bisschen rumfahren. Gucken, ob ich irgendwo noch was machen kann. Ob ich es irgendwo jetzt noch anlegen kann. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall im nächsten Part dann die Zeit schon gewechselt haben. Und
ja, mich schon mal da positioniert haben, wo es weitergeht. Und jetzt versuche ich das, wenn ich es nicht vergesse. Schauen wir mal. Ah, guck mal an, hier kommen wir jetzt auch mit. Nymphenwald, ui. Haben wir einen neuen Dungeon? Ah, die sieht doch verdächtig nach der anderen aus. Kriegen wir hier vielleicht das, was sie haben will? Willkommen im Nymphenwald. Hier laufen alle Zeitströme zusammen und bilden unendlich viele Gegenwarten. Es ist ein wunderbares Geschenk von Mutter Natur, dass wir in einem einzelnen Augenblick ewig leben können. Immer und immer weiter, ohne Ende. Findet ihr nicht? Wow. So tiefsinnig. Okay, die mache ich auch aufs Screen. Seid ihr ebenfalls hier, um eure Bestimmung zu finden? Also wohl genau wie die anderen Helden, die die Weisheit unseres Orakels suchen. Okay. Wen meint ihr denn? Ach, ihr seid es. Wart ihr nicht schon einmal da? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Oder seid ihr vielleicht noch gar nicht da? An diesem Ort ist Zeit kaum von Bedeutung. Die verwirren mich total. Guck mal. Guck mal. Nein. Das ist mein Nachbar Totoro. Wie geil. Die haben mein Nachbar Totoro eingebaut hier. Alter, wie geil ist das denn? Oh, wie gut. Helden reisen von nah und fern an, um sich von unserem Orakel ihre nächste Aufgabe offenbaren zu lassen. Da sie die gesamte Vergangenheit und Zukunft kennt, kann nur sie ihre Fragen beantworten. Und weil wir uns am Zusammenfluss der Zeitströme befinden, müssen sie manchmal jahrelang auf die Offenbarung ihres Schicksals warten. Ihre Anhänger erwarten ihre Rückkehr bestimmt mit Sorge. So, wer seid ihr? Oh Gottes Willen. Nein, guck mal die Leute an. Guck sie euch an. Hier Super Mario. Hier Ryu aus Street Fighter. Hier Zelda aus... Quatsch, Link aus Zelda. Das hier... wer könnte das sein? Bomberman, glaube ich, oder? Das hier... Das ist Sora aus Kingdom Hearts. Ey, wie geil ist das denn? Ja, Helden aus aller Zeit und diese Zeitströme laufen alle hier zusammen. Hey, wie gut! Ich lass los. Lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ah, dieses Lied will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Wie gut. Wo sind meine Bomben? Ich weiß genau, dass ich sie vor einer Sekunde noch hatte. Es ist Bomberman. Wie gut. Wenn euch eine rätselige Fee begegnet, lauft einfach in die andere Richtung davon. Hey, listen. Hey, listen, listen. Dieses Mal werde ich diesen hochnäsigen blonden Pinkel komplett zermalen. Ah, wie gut. So, was sagt Super Mario? Ich hoffe nur, dass sie nicht entführt wird. Wieder einmal. Ja, ne? Die Prinzessin Peach, ne? Klar. Ihr seid irgendwie anders als die anderen Helden. Seid ihr denn überhaupt ein Held? Ja. Aber ich komme da nicht nach, oder? Nee. Wenn ihr den Heiligen Hain zu betreten wünscht, müsst ihr das Orakel um Erlaubnis bitten. Mach ich. Leute, das mache ich im nächsten Part. Ich werde jetzt offscreen. Oh, der ist so genial. Ich werde offscreen. Diesen,
diese eine Tusse hier noch besiegen im Kartenspiel, die hier. Und dann werden wir im nächsten Part dann den, das Orakel befragen. Und dann geht es hier wunderbar flockig weiter. Und Daumen hoch für die ganzen Anspielungen am Ende diesen Partes.